Namaste. Namaste. Willkommen zu Tag 17. Heute möchten wir unser gemeinsames Beisammensein der Liebe, und zwar der höchsten oder göttlichen Liebe, widmen. Supreme love or divine love. Wie wir bereits bei einem anderen Mantra erfahren haben, ist Liebe die Bedeutung von Prema. Und wir haben Aham Prema gechantet, was Ich Bin Liebe bedeutet. Und dieses Mal chanten wir Om Parama Prema Rupaya Namaha. Parama bedeutet höchste oder göttlich. Parama Prema, die höchste oder göttliche Liebe. Rupa bedeutet die Form. Und Namaha ist, wie wir wissen, ein respektvoller Gruß. Die Übersetzung dieses Mantras ist also: Ich grüße die göttliche Liebe in einer Form, die ich erkennen kann. Das bedeutet, dass es hierbei nicht um etwas Abstraktes, sondern um etwas Physisches geht. Liebe wird durch etwas zu etwas Manifestiertem gemacht. Durch einen Freund, einen Geliebten, ein Kind, einen Elternteil, einen Baum oder irgendein anderes lebendes Wesen. Wenn wir uns selber oder unser Bewusstsein in den Weltraum projizieren und auf den Planeten Erde, unser Zuhause, zurückblicken würden, könnten wir uns tatsächlich aus der Ferne die Liebe vorstellen, die von unserem Planeten ausstrahlt. Dies ist unsere Art und Weise, Liebe in göttlicher Form zu erfahren. Wir betrachten also den Planeten, die blaue Kugel, die im Raum schwebt. Und während wir uns diese blaue Kugel vorstellen, haben wir die Absicht, uns der Liebe bewusst zu werden, die von der Erde durch Mutter Natur und alle natürlichen Dinge ausgestrahlt wird. Langsam nähern wir uns dem Planeten durch den Raum, durch die Atmosphäre, durch die Wolken und merken dabei, während wir sanft zur Erde hinunterschweben, dass wir die Form der Wolken lieben können, während wir uns durch die Atmosphäre bewegen. Regnet es? Das gibt uns die Gelegenheit, den Regen zu leben. Sehen wir Schnee, Sonnenschein oder sehen wir Wüste? Alles besitzt das Potenzial, unsere Liebe zu empfangen. Und indem wir geben und uns bewusst werden, dass unsere Liebe auf lebende Dinge projiziert wird, empfangen wir auch die Widerspiegelung von Liebe, unserer eigenen Liebe, unseres eigenen innersten Wesens. Es ist sehr einfach, unseren Fokus auf eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Ding zu richten. Vielleicht hast du ein Haustier oder es gibt jemanden, der dir sehr nahe steht. Chante das Mantra mit dieser Person oder diesem Wesen im Sinn. Stell dir eine richtige Person oder ein wirkliches Objekt vor, das deine Zuneigung besitzt und bei dem du fühlst, dass du ihm deine Liebe geben kannst. Das ist der Sinn und Zweck dieses Mantras. Sobald du göttliche Liebe in der Form erkennst, die du beim Chanten im Sinn hast, erkennst du natürlich, dass diese göttliche Liebe deine eigene Liebe ist und nicht etwas außerhalb von dir. Sie ist bereits in uns. Und das Mantra hilft uns dabei zu verstehen, dass diese göttliche Liebe in einer Form tatsächlich wir selber sind. Eine andere Weise, sich diesem Mantra zu nähern, ist, uns ein Gesicht nach dem anderen vorzustellen. Gesichter von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, von unterschiedlichem Alter, von unterschiedlichen Lebensbereichen, einfach alle Arten von Gesichtern. Und jedes von ihnen strahlt göttliche Liebe aus. Wir können die musikalische Einlage zu Beginn dieses Mantras als Schlüssel benutzen, der die Tür zu unserem wahren Göttlichen öffnet. Dadurch lassen wir uns inspirieren, unsere Absicht zu fokussieren und den Weg zu ebnen, um mit dem Wesen in Kontakt zu treten, dem wir dieses Mantra schicken wollen. Om Parama Prema Rupaya Namaha. Thank you.
Wir lassen unsere Augen noch geschlossen und bleiben so unbeweglich wie möglich. Denn in diesem Stillsein bleibt der Geist auch still. Give thanks to the Wir können Dankbarkeit für das Glück empfinden, dass es dieses Wesen in unserem Leben gibt. Jemand, der göttliche Liebe in einer Form reflektiert, die wir erkennen können. What a gift. Was für ein Geschenk. Another reason to be grateful. Und ein weiterer Grund, dankbar zu sein. Carrying this love with you into the day. Trage diese Liebe mit dir in den Tag. Have a blessed Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Namaste. Namaste.